Was soll ich sagen? Mein Mann ist krank. Sehr, sehr krank. Und ich pflege ihn schon seit geraumer Zeit. Aber ich weiß nicht, wie lange das nun schon her ist, dass das anfing, dass ich ihm morgens aus dem Bett helfen muss, dass er zum Klo gehen kann. Das kann er mittlerweile auch schon nicht mehr. Er trägt jetzt Windeln. Ich muss die Windeln wechseln bei meinem Mann. Dem Mann, den ich seit fast 40 Jahren schon kenne und liebe, mit dem ich vier Kinder bekommen habe und ja, mit dem ich auch ein erotisches Leben hatte, einen Seelenpartner. Gott, das ist ein fürchterliches Wort. Blöder Ausdruck. Der ist jetzt so weit, dass er nicht einmal mehr mich erkennt. Der weiß nicht mehr, wie ich heiße. Der nennt mich immer Waltraud. Wer ist denn diese Waltraud? Waltraud, 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 die sich nicht in den Wald traut, haben wir früher immer gesagt. Ich heiße nicht Waltraud. Wie heiße ich denn nochmal? Oh, ich habe vergessen, wie ich heiße. Ist das grotesk? Es ist wirklich grotesk. Ich hab vergessen, wie ich heiße. Auf jeden Fall nicht Waltraud. Nicht Waltraud. Nein, ich heiße Rita. Ja, mein Mann, der. Weiß. Wie heißt er denn noch? Ach, Scheiße, ich weiß nicht mehr, wie mein Mann heißt. Ach, ich weiß nicht mehr, wie Dieter. Ach, ja, Dieter. Wie Dieter heißt, das kann ich euch auch wirklich nicht sagen. Ich bin ja gar nicht geschminkt. Oder jedenfalls ganz schlecht. Ach, das ist ja furchtbar. Ich sehe ja grauslich aus. Und jetzt trete ich auch noch so vor die Kamera. Ich hatte ja schließlich auch mal ein öffentliches Leben. Ja, ich war Nachrichtensprecherin. Ich war sowas wie. Ach, wie. Gott, wie heißt sie denn jetzt nochmal? Oh Gott, ich kann mich wirklich nicht daran erinnern. Wie heißt die denn jetzt nochmal? Ich komme da nicht drauf. Ist das denn jetzt tragisch, dass ich da nicht drauf komme? Oh ja, ich finde das tragisch. Ich finde das wirklich tragisch. Ich konnte früher Gedichte auswendig sagen. Ich konnte jeden Namen zu jedem Ge Gesicht zuordnen. Was ist denn aus mir geworden? Eine hässliche, vergessliche alte Frau. Mehr nicht. Die jetzt aufs Arbeitsamt geht und Rente beantragt, die ihren Mann pflegt. Und dafür ein paar läppische Euro bekommt. Ich werde dafür bezahlt, dass ich meinen eigenen Mann pflege. Oh Gott, das ist doch nicht wahr. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Ich könnte sie alle abschlachten. Abschlachten. Das ist das richtige Wort. Das war mir nur entfallen. Abschlachten. Abschlachten möchte ich sie alle, die jetzt dafür zuständig sind, die dafür verantwortlich sind. Abschlachten!